das für ein Hämmer? Das ist der Galgen für uns. Der Henker muss sich doch auf uns vorbereiten. Was gibt's denn da zu lachen? Das wird dir noch vergehen. So, das hilft erstmal. Ja, vielen Dank, Doktor. Es ist leider ein bisschen spät, sich jetzt noch um meinen Hals zu kümmern. Das kann man nie wissen. Ach, ich habe keine Hoffnung mehr. Macht Platz, Leute! Macht Platz! Donnerwetter, der Gouverneur höchstpersönlich. Und Lord Chamberlain, sein Schlüsselbewahrer. Er will sicher ein Tässchen Tee bei uns trinken. Ruhe, Jungs. Habt ihr denn keinen Respekt vor einer königlichen Proklamation? Ihr habt eine Stunde Zeit, euch fertig zu machen. Eine Stunde. Wofür? Für einen Henker? Für wen sonst? Ja, im Seil. Was ist denn das? Nach reiflicher Überlegung und Abwägung der Verbrechen, deretwegen unten angeführte Personen angeklagt und zum Tode verurteilt worden sind, beschließt der Geheime Rat auf allerhöchste Order seiner Majestät, die gegen sie ergangenen Urteile zu revidieren und in lebenslängliche Deportation nach Neu-Süd-Wales umzuwandeln. Ned Insching, Taschendiebstahl. Ehrwürden Mortimer Tyne, Hochverrat. Thomas Ockley, Raubüberfall. Hugh Tarrant, Raubüberfall. Und was ist mit uns? Uns schicken sie in die Hölle. Willst du mir nicht deinen Platz verkaufen, Pfarrer? Schade, dass es keine Deportation mehr nach Amerika gibt. Dann kämst du umsonst nach Haus. Ich nehme auch Neu-Süd-Wales. Wo liegt dieses Neu-Süd-Wales bloß? Das ist mir gleich. Das Wichtigste ist doch, dass wir nur noch eine Stunde in diesem Loch hier sitzen. Ich fürchte nur, der Gouverneur weiß nicht, wann die Stunde um ist. Wieso? Ich habe mir seine Uhr geliehen. Neu-Süd-Wales oder Botany Bay. Ich wünschte, wir wären erst da. Wo ist Botany Bay, Sir? Auf der anderen Seite der Welt, junger Mann. Noch viel weiter als Mr. Tellens Amerika. Ob es da auch Wilde gibt? Ja, richtige schwarze Menschenfresser. 9 Fuß groß. Das klingt ja interessant. Ist das wirklich wahr, Sir? Ich glaube nicht, dass sie ganz so groß sind. Du brauchst keine Angst zu haben. Und wenn sie 3-mal so groß sind, ich passe schon auf dich auf. Ich möchte nur wissen, wer sich um mich kümmern wird. Wenn ihr Hilfe braucht, ich stehe zu eurer Verfügung. Ahoi, Charlotte! Boot, ahoi! Boot, ahoi! 7 Gefangene für die Charlotte! Kommt längsseits! Bremen hoch! Macht das Boot fest! Achtung, Kopf weg! Ihr geht jetzt in der Reihenfolge an Bord, die ich euch aufrufe. Weg, kommt runter! Doch, was denn? Oakley, los, beweg dich, geh schon! Langsam, langsam! Hier hängt er! Tyne! Nelly Gas! Jack Gas! Sei vorsichtig, mein Junge. Passt auf, wo ihr hintretet. Nelly Monroe! Na, kommt schon auf Hugh die Leiter. Tellen. Ich bin noch nicht lebensmüde. Auf dieser Hühnerstiege bricht man sich ja den Hals. Es ist besser, wenn ihr gehorcht. Wer hat euch denn gefragt? Los, ihr beiden, macht, dass ihr raufkommt. Na, und wenn ich es nicht tue? Dann müssen wir andere Seiten mit ihr aufziehen. Braun, bring die Frau an Bord. Das möchte ich erleben. Komm schon, mein Liebling, rein mit dir. Lasst los! Loslassen! Halt sie! Ihr sollt loslassen! Lasst mich los! Lasst sie hoch! Lasst mich runter! Auf diese Fahrt ziehen wir selten an Bord. Wie geht ihr? Lasst mich runter! Ich will hier raus! Lasst mich runter! Na, komm her, mein Täubchen. Na, wartet, ihr Lumpen! Lasst mich hier raus! Ihr sollt mich rauslassen! Sieh mal an, was wir da gefischt haben. Eine hübsche Meerjungfrau. Wollt ihr mich jetzt endlich rauslassen? Mit Vergnügen, Gnädigste. Mach, dass du wegkommst. Habt ihr euch verletzt, Milady? Nimm deine dreckigen Flosse weg, Freundchen. Ich hab sie zuerst gesehen. Ja, das ist richtig. Mit seiner großen Schnauze vielleicht. Na, warte. Los doch, zieh dein Messer. Ich werde dich in Stücke hacken, dass du dich selbst nicht wiederfindest, du Saukerl! Bootsmart! Aye, aye, Sir. Wer hat Wache? Mr. Spencer, Sir. Wo ist er? Unter Deck. Er inspiziert die Gefangenen. Und was sind das für Leute? Auch Gefangene, Sir. Interessant. Interessant.
Und ihr beiden habt wohl Sehnsucht nach der Peitsche. Aber nein, Sir, nein, wir haben doch nur Spaß gemacht. Steckt eure Messer weg und geht nach unten. Ah ja, Sir. Mr. Spencer! Mr. Spencer! Hier, Sir, ich komme schon. Habt ihr Deckswache oder nicht, Mr. Spencer? Ich habe Wache, Sir. Dann merkt euch gefälligst ein für alle Mal. Ich bin ein friedlicher Mensch und lege Wert auf ein friedliches Schiff. Ja, Sir. Ich nehme an, ihr seid Dr. Tyne. Ja, Kapitän. Bootsmann? Sir. Führt diesen Herrn in meine Kabine und nehmt ihm sofort die Fesseln ab. Aye, aye, Sir. Die anderen Gefangenen? Sir, ich wollte euch danken. Wofür? Weil ihr mich vor diesen Männern gerettet habt, Sir. Wie heißt ihr? Nelly Monroe, Milord. Lord werde ich erst, wenn ein paar Verwandte von mir sterben. Also vorläufig noch Captain Paul Gilbert, Offizier seiner Majestät und Eigentümer dieses Schiffes. Gehört ihr zu diesem Mann? Nein, Sir, ich habe ihn nie vorher gesehen. Lass die Gefangenen nach unten bringen. Ja, Sir. Wache! Ja, Sir. Bring die Frauen zuerst in ihre Quartiere. Vorwärts, ihr beiden. Kommt mit. Junge, du gehörst zu den Männern. Aber ich will nicht von meiner Mutter weg, Sir. Tu, was man dir sagt. Es ist das Beste für uns. Kommt endlich. Mr. Spencer? Ja, Sir. Was die von Ihnen geduldete Prügelei anbelangt? Ja, Sir. Die beiden werden mir morgen zur Bestrafung vorgeführt. Jawohl, Sir. Und ihr selbst? Meldet euch gleich mit. Die weiblichen Gefangenen übernehmen. Beeilt euch. Kommt hierher. Willkommen in seiner Majestät Arche Noah, Gnädigste. Kümmer dich um dich selbst. Na, jetzt bald. Rein mit euch. Wie lange soll ich denn noch warten? Ein bisschen schneller. Du alte Vogelscheuche. Ach, du bildst dir wohl ein, du bist was Besonderes. Aber mit deinen Fetzen wirst du nicht mehr lange hier rumlaufen. Du wirst sie mir nicht ausziehen. Na, wart's ab. Wann bringt ihr die männlichen Gefangenen nach unten? Die sind schon drin. Dann lass mich rein. Wie komme ich denn dazu? Ich muss jemand was bestellen von Nick Sapp. Und wer ist dieser Nick Sapp? Das weiß doch jedes Kind. Das war der reichste Hehler in London, bevor er ins Kittchen kam. Und es lohnt sich immer noch, ihm ab und zu einen Gefallen zu tun. Habe ich mich klar genug ausgedrückt? Sicher. Hier stinkt das noch mehr als im Gefängnis. Wer, der ganze Kahn würde versaufen. Hättest du dich ja auch aufhängen lassen können. Ah, gibt's schon wieder Wassersuppe? Geh im Loch bei Sturm, leichter. Ruhe im Schiff, verdammt nochmal! Wo sind Oakley und Inching? Hier. Hier. Los, steht auf. Ihr kommt beide mit. Du nicht. Aber wo soll ich denn hier schlafen? Da, wo du eben gesessen hast, mein Bürschchen. Und halt gefälligst den Mund, wenn du nicht gefragt bist. Wer ist da? Oakley und Inching, Mr. Sapp. Oh, na, so eine Freude. Ich hatte euch schon fast auf die Verlustliste gesetzt. Na, Sapp, so gut wie du hatten wir es nicht. Oh, ihr lässt sich schon leben. Hier, bitte sehr, der feinste Whisky. Und davon habe ich ein ganzes Fass mit an Bord genommen. Ist sonst noch was, Mr. Sapp? Bring das Gepäck der beiden Herren her. Dann bleiben wir hier? Was denn sonst? Woher wusstest du, dass wir auf der Charlotte sind? Das lässt sich alles arrangieren. Ein paar kleine Geschenke wirken manchmal Wunder. Ich will keinen Dank dafür. Ich möchte in Botany Bay ein Geschäft aufmachen. Und zwar die Firma Oakley, Inchim und Sapp. Spezialität Raubüberfälle. Ja, wir arbeiten genauso wie früher. Ich mach mit. Und du, Tom? Ja, wenn du noch Platz für einen anderen hast. Für wen? Für meinen Freund Hugh Talent. Was hat er denn verbrochen? Dasselbe wie ich, Raubüberfall. Oh, interessant. Holst du ihn mal, ne? Ja. Oh, der Name deines Freundes kommt mir irgendwie bekannt vor. Bring mir doch die Kiste mal her, Tom. Gerne. Diese hier? Ja. Ah, da ist es schon, der wöchentliche Bericht aus London.
Jo, das ist Nick Sapp. Wer ist der Junge? Ich heiße Jack Gasser. Er gehört zu uns. Bei einer zweiten Revision des gegen den Amerikaner Hugh Tallent ergangenen Urteils wegen versuchten Raubüberfalls hat das oberste Gericht Folgendes festgestellt. Aus Maryland eingetroffene Dokumente beweisen, dass die geraubten 20.000 Pfund Teil einer Erbschaft sind, die dem Angeklagten widerrechtlich vorenthalten worden ist. Wie wir erfahren, ist die Begnadigung bereits ausgesprochen. Das heißt, du bist frei und ein reicher Mann. Es ist bestimmt eine kleine Feier wert. Noch haben wir keinen Grund zum Feiern. Die Charlotte segelt bei Tagesanbruch und jetzt haben wir gerade Mitternacht. Sollte der Bote des Königs wirklich unterwegs sein, dann schnarcht er jetzt friedlich in einem Gasthaus. Du könntest natürlich mit dem Captain sprechen. Das werde ich auch. Hast du denn Geld? So einfach ist das nicht. Ich habe kein Geld. Oh, das ist bedauerlich. Sei doch nicht dumm, Nick. Du hast doch eben gelesen, dass er ein reicher Mann ist. Jack, sagt der Wache draußen, sie möchte doch mal reinkommen. Ja, Mr. Sepp. Da ihr mit Gouverneur Philipp befreundet seid, nehme ich an, dass er euch gesagt hat, dass die Charlotte ohne Begleitung fährt. Wir treffen die Flotte erst wieder vor Botany Bay. Wie lange wird die Reise dauern? 8 Monate, wenn wir Glück haben. Es sind 16.000 Meilen. Entschuldigt bitte. Ihr wolltet mich sprechen, Sir? Tretet bitte ein. Bootsmann, ihr könnt gehen. Captain? Ja, was ist? Dieser Gefangene, Sir, wünscht euch zu sprechen. Er sagt, es ging um Leben und Tod. Es ist wirklich sehr wichtig, Sir. Wie heißt ihr? Tallent. Hugh Tallent. Wartet hier, ich werde euch gleich anhören. Ich habe gelesen, ihr seid Schauspielerin. Ja, Sir. Vom Königlichen Drury Lane Theater. 5 Jahre Deportation wegen Diebstahls einer Halskette von, na, ihr wisst schon von wem. Darüber gehen die Ansichten auseinander, ob es ein Diebstahl war. Das möchte ich euch gern glauben. Ich kenne diesen Gentleman. Dann haltet ihr mich also nicht für schuldig? Ebenso wenig wie er würden teilen hier. Der wie viele andere dagegen ist, dass ein deutscher König auf einem englischen Thron sitzt. Aber gefährlich seid ihr, Madame. Gefährlich wie ein Funke am Pulverfass. Es sind über 100 Männer an Bord der Charlotte. Und 35 Frauen. Alte Weiber in Ketten unter Deck. Ich bin auch in Ketten. Oder habt ihr das nicht bemerkt? Wenn ihr vorlaut seid, dann wird sich an eurer Lage nichts ändern. Ich habe erwogen, euch ein separates Quartier und eine gewisse Bewegungsfreiheit zu geben. Dafür verlange ich, dass ihr euch sehr zurückhaltet. Auf einer so langen und eintönigen Reise kommt es leicht zu Zwischenfällen unter der Mannschaft. Das zu verhindern, dürfte doch euch und Reverend Tyne nicht weiter schwerfallen. Meint ihr nicht auch, Pfarrer? Ich werde mich bemühen. Mr. Spencer? Nehmt der Dame die Fesseln ab. Ja, Sir. Und nun? Was führt euch zu mir? Weswegen seid ihr verurteilt? Bewaffneter Überfall, Sir. Unschuldig natürlich, wie? Nein, Sir. Das ist allerdings ganz was Neues. Der einzige schuldige Mann an Bord. Auf jeden Fall der einzige an Bord, dessen Begnadigung unterwegs ist. Ich habe erfahren, dass mein Urteil revidiert worden ist. Wenn ihr dies lesen wollt, Sir... Daraus erfahrt ihr, dass das Geld, das ich stehlen wollte, mein Eigentum war. Eine Erbschaft in Höhe von 20.000 Pfund. Eine hübsche Summe. Aber seit wann ist es notwendig, sein eigenes Geld zu stehlen? Oh, dazu gehört erstens ein unehrlicher Londoner Anwalt. Mhm. Und was noch? Und ein Onkel in Maryland. Er hat mir das Geld vermacht, damit ich mein Praktikum am Carewell Hospital beenden konnte. Leider kam es nicht an und ich musste mein Studium abbrechen. Erst der Buchhalter des Anwalts verriet mir, dass das Geld doch gekommen war. Ich verklagte den Anwalt wegen Unterschlagung, aber ich konnte ihm nichts beweisen. Und der Buchhalter stand unter seinem Druck. Und eines Tages erfuhr ich dann, dass der Anwalt mit viel Geld nach Liverpool unterwegs war. Da habe ich mit einem Freund die Postkutsche angehalten. Ich habe nur mein Eigentum genommen, Sir. Aber mein Freund wurde dabei verwundet und wir wurden gefangen. Bedauerlich, aber sowas soll vorkommen. Wozu erzählt ihr mir das überhaupt? Könntet ihr nicht die Abfahrt verschieben, bis meine Begnadigung hier ist? Ich habe Befehl, morgen früh mit der Flut auszulaufen. Verpasse ich den Zeitpunkt, liege ich hier vielleicht tagelang fest. Meine Vorgesetzten wären ungehalten und es würde zusätzliche Ausgaben für die Ernährung von über 200 Menschen bedeuten. Dann lasst mich bitte unter Bewachung an Land setzen. Ihr wisst, wie unendlich viel davon für mich abhängt. Ihr seid Amerikaner, nicht wahr? Allerdings, Sir. Und Medizinstudent. Ich kann euch sehr gut gebrauchen, zumal ich keinen Schiffsarzt habe. Und da ihr neuerdings nicht mehr Engländer seid, habt ihr von den Wilden in Neu-Sid-Wales kaum etwas zu befürchten. Ich verstehe. Jetzt weiß ich wenigstens, woran ich bin. Mr. Spencer, bringt den Mann unter Deck und sorgt dafür, dass er dort auch bleibt. Sehr wohl, Sir. Vorwärts.
Ein gestrauchelter Medizinstudent. Geld aus Amerika. Ein betrügerischer Anwalt. Und ein Raubüberfall um Mitternacht. Das wäre doch ein wunderbarer Stoff für euer Drury Lane Theater, wie? Ja, falls eine Rolle für mich dabei ist. Es kommt darauf an, welche. Braun! Bring diesen Mann wieder ins Zwischendeck und sorg dafür, dass seine Fußeisen fest sind. Aye, aye, Sir. Könnt ihr ihn sehen? Nicht zu sehen. Nein. Das ist auch kein Wunder. In den schweren Fußeisen kann kein Mensch schwimmen. Vielleicht ist er ganz froh darüber. Bootsmann! Aye, Sir. Melde mal den Käpt'n. Gefangener über Bord. Aye, Sir. Jemand im Wasser, Sir. Sagt mir die Richtung an, wir holen ihn. Steuerbord, Sir. Noch mehr. So ist's gut. Ich hab ihn, Sir. Festhalten, rein mit ihm. Komm, komm einmal, Junge. Oh ja, pass mal auf. Lass mich los. Weg hier. Oh, halt ihn doch fest. Komm doch. Du wolltest rausreißen, was? Ich möchte nicht, dass eine Infektion eintritt. Habt ihr das Salz für die Wunden bereit? Ja, Sir. Wenn ihr soweit seid, könnt ihr mit der Bestrafung beginnen. Und zwar 25 Schläge. Jeder Schlag wird laut und deutlich mitgezählt. Aye, aye, Sir. Ich habe die Katze auch schon gespürt. Wenn es auch noch so weh tut. Leg dein Gewicht auf die Füße und lass alle Muskeln locker. Verstanden? Danke. Anfangen! Ich bedauere diese Maßnahme selbst. Aber wir sind hier an Bord eines Handelsschiffes und haben nur wenige Soldaten, um auf der langen Reise die Disziplin unter den Verbrechern aufrechtzuerhalten. Eins! Ihr werdet diese Prozedur sicher für sehr hart halten, aber ich versichere euch, dass sie notwendig ist. Zwei! Autorität lässt sich an Bord eines Schiffes, genauso wie überall in der menschlichen Gesellschaft, nur mit Gewalt erzwingen. Drei! Befehle müssen schnell und ohne Widerspruch ausgeführt werden. Vier! Der Anblick ist nicht angenehm. Vielleicht wollt ihr euch auch unter Deck begeben. Fünf! Sechs! Sieben! Acht! Nächstes Mal fange ich es klüger an. Willst du es nochmal versuchen? Wenn ihr mir helft. Auf mich kannst du zählen. Auf mich auch. Auf mich nicht. Dafür ist mir mein Versteck zu lieb. Ich biete jedem von euch, der mir zur Flucht verhilft, 1000 Pfund. 1000 Pfund? Hm. Das ist ein Risiko wert.
noch 800 Meilen bis zur Küste von Südamerika und wir machen gute Fahrt. Ich muss jetzt wieder an Deck gehen, Mr. Tennant. Der Captain wird sicher bald essen wollen. Gut, Jack, aber spitz deine Ohren. Wir müssen wissen, was los ist. Ja, Sir. Und halt den Mund. Ja, Mr. Sepp. Wir könnten Ende des Monats in Rio sein. Wenn der Wind anhält. Ist alles bereit? Es wird alles zur rechten Zeit da sein, sobald die Küste in Sicht ist. Brot und Proviant. Das dauert ja ewig. Na, das ist doch nicht so einfach. Wir müssen uns vor den Wachen vorsehen und vor Verrätern unter den Gefangenen. Und dann noch dieser blutdürstige Captain. Wir riskieren jeden Augenblick unseren Kopf und wenn ich nicht... Was ist? Noch einen Becher voll. Für die Damen. Die haben schon so viel rumgetrunken, dass das ganze Schiff darin schwimmen könnte. Hier ist deine Brosche. Als ich noch in London war, hätte ich mich mit solchen Lappalien gar nicht abgegeben. Aber Geschäft ist nun mal Geschäft. Pass auf, dass ich den Becher nicht stehle. 20 Pfund habe ich schon eingenommen. Und ein halbes Fass habe ich noch übrig. Bei mir sind 1000 zu verdienen. Ganz recht, mein Freund. Aber mach dir keine Sorgen. Nick Sepp lässt sich bestimmt keine 1000 Pfund durch die Finger geben. Und jetzt kommt die Schönheitspflege. Ich muss das Wasser zwar teuer bezahlen, aber solange ich es habe, teile ich das Glas mit dir. Feine Leute sollten immer auf sich halten. Tennant, sofort zum Arbeitsdienst an Deck. Beeil dich ein bisschen. Achtung, rast die Fock ran! Ei, ei, Sir. Alle Mann an die Brassen! Graf mich ein bei der Arbeit! Seht euch das an. Angekettet wie Tiere, die man zur Arbeit treibt. Auf die Weise kann man keinen Menschen bessern. Wer von denen kann schon gebessert werden? Sagt das nicht. Die meisten von ihnen sind ja gar keine Verbrecher. Na, was sind sie denn? Opfer einer grausamen und unbarmherzigen Gesetzgebung. Menschen, die nicht mehr auf dem Gewissen haben als ein paar gestohlene Kartoffeln oder vielleicht ein Stückchen Brot. Der Gouverneur von Botany Bay ist übrigens derselben Meinung wie ich. Was wird dort mit mir geschehen? Oh, ihr werdet eine Menge lernen. Ihr lernt dort kochen, backen, waschen und weben, nähen. Das wird euch zuerst alles etwas schwer fallen. Ja, das fürchte ich auch. Das heißt, wenn ihr einen Mann findet... Was dann? Gefangene, die heiraten wollen, bekommen vom Gouverneur Land, das sie in Freiheit bestellen können. Das klingt ja schon etwas besser. Und zu welchem würdet ihr mir raten, Pfarrer? Die Seeluft scheint euch zu bekommen, Miss Nelly. Ihr seht sehr wohl aus. Danke, Sir. Fertig machen zur Ortsbestimmung. Pfarrer, habt ihr mir nicht erzählt, der Captain hätte eine sehr reiche Frau? Ja, ihr Vater ist sehr reich. Sie ist die Tochter des Earl von Surlington. Ich glaube, ich kenne ihren Bruder, Lord Cannon. Ja, richtig, Lord Cannon. Er soll einen ziemlich üblen Leumund haben. Was hat das mit Captain Gilbert zu tun? Das erfahrt ihr schon noch. Unterhalten wir uns über die Gefangenen. Ich finde, ihr habt recht. Könntet ihr nicht den Captain bitten, dass er ihnen mehr Freiheit gibt? Vielleicht würde er sogar den jungen Amerikaner zum Schiffsarzt ernennen. Ihr treibt ein sehr gefährliches Spiel, Miss Nelly. Ich habe nun mal eine Schwäche fürs Spiel. Ihr habt doch gesagt, ihr möchtet gern etwas für unsere Mitgefangenen tun. Ja, ich werde es versuchen. Captain, ich hätte gern mit euch über die Gefangenen gesprochen. Es erscheint mir nicht sehr human, sie während der Arbeit an Deck gefesselt zu lassen. Außerdem habe ich gehört, dass viele Kranke... Interessiert mich sehr, was ihr gehört habt, Pfarrer, aber erst will ich meine Position bestimmen. Kurs halten! Herr, jetzt, meine Herren. 8 Glas, Bootsmann. 8 Glas, Sir. Ich habe 68 Grad, 43 Minuten und 2 Zehntel. Und ihr, Mr. Green? 5 Zehntel mehr, Sir. Mr. Spencer? Ich habe genau 2 Grad weniger, Sir. Es wäre auch das erste Mal auf dieser Fahrt, dass sich eure Messung mit meiner deckt. Traut ihr euch zu, mit Mr. Greens Hilfe unsere Position festzustellen? Ja, Sir. Dann lasst euch nicht aufhalten. Also, Pfarrer, ich bin ganz Ohr.
Was gibt's? Captain, ich wollte mit euch über die Gefangenen... Ihr seid zu hart am Wind, abfallen! Hey. Aufmachen. Ist der gefangene Talent fertig? An Deck, mitkommen. Mr. Spencer? Ja? Ist euer Arm noch nicht besser? Nein. Soll ich mal nachsehen? Ich sagte euch schon, als Schiffsoffizier kann ich mich nicht von einem Gefangenen behandeln lassen. Es weiß doch keiner. Es ist müßig, darüber zu reden. Mr. Spencer? Ja? Kann ich mal den Schiffsarzt sprechen? Ich kenne keinen Schiffsarzt. Ich meine natürlich Mr. Talent. Ich habe gehört, dass der Captain euch die Stellung anbieten will. Aber ich bin auch kein Arzt. Ihr habt doch Medizin studiert. Und als Schiffsarzt könnt ihr euch frei an Bord bewegen. Ihr müsst euch natürlich verpflichten, jeden Fluchtversuch zu unterlassen. Ich habe dem Captain versprochen, dass ihr das tun werdet. Was habt ihr ihm noch versprochen? Wenn ich schon einer Dame verpflichtet bin, dann möchte ich auch wissen, wie weit. Wie kann man so ein Narr sein? Wie fühlst du dich denn ohne Eisenmel? Ich habe mich lange nicht mehr so wohl gefühlt. Jetzt kommt die Königin persönlich. Sie hat ihr Sonntagskleid angezogen. Den Käpt'n schön machen. Na, du aufgeblasene Pute, du bist wohl zu fein für uns gewöhnliches Volk. Reiß dir doch die Fetzen runter, Moll! Lasst sie in Ruhe, sie hat uns nichts getan. Kümmer dich doch um deinen Dreck, alte Schlampe! Ja, alte Schlampe, sagst du? Wache wieder laden. Sollte noch einmal etwas Ähnliches vorkommen, lasse ich einfach dazwischen feuern. Weg mit dem Netz. Alles aufstehen. Gegen mein besseres Wissen habe ich mich von Dr. Tyne überreden lassen, euch milder zu behandeln. Und was ist der Erfolg dieses Experimentes? Eine wilde Schlägerei an Deck. Habt ihr was zu eurer Verteidigung vorzubringen? Wisst ihr, wie das gekommen ist? Wir wollten nur ein Fandango tanzen. Ruhe. Frechheit und Insubordination. Ich hoffe, es war euch eine Lehre, Herr Pfarrer. Du erhältst 20 Schläge. Die übrigen, Mr. Green, lasst ihr wieder in Eisen legen. Und um ein Exempel zu statuieren, werden dreien von ihnen die Haare abgeschnitten. Aye, aye, Sir. Wache, bringt Miss Monroe in meine Kajüte. Vorwärts, kommt! Wenn ihr wieder nicht in der Lage wart, die Ordnung aufrecht zu erhalten, muss ich euch verwarnen und den Vorfall ins Logbuch eintragen. Ich habe getan, was ich konnte, Sir, aber mit diesem Arm... Ist es meine Schuld, dass ihr nicht nur unfähig, sondern obendrein noch ein Krüppel seid? Wollt ihr mir bitte antworten? Es ist nicht eure Schuld, Sir. Vielleicht sollte ich mir doch mal euren Arm ansehen. Was meint ihr? Warte draußen. Ihr scheint bei den anderen Frauen nicht sehr beliebt zu sein. Hoffentlich habt ihr keinen Schaden genommen. Danke, es geht. Ihr habt da an der Schulter eine Schramme. Wir sollten vielleicht den neuen Schiffsarzt holen. Er hat die Stellung abgelehnt. Habt ihr mit ihm gesprochen? Nur ein paar Worte. Um eure schöne Haut tut es mir leid. Die heilt von allein, aber nicht das Kleid. Nadel und Faden sind sicherlich an Bord.
Und ein Stück Stoff lässt sich bestimmt auch finden. Bin ich euch nicht schon zu viel schuldig? Ja. Es wird Zeit, dass wir von der Bezahlung sprechen. Ihr habt doch nicht etwa Angst davor. Gewaltanwendung liegt mir natürlich fern, aber ihr habt doch wie ein Passagier an Bord gelebt. Eine besondere Kabine, besondere Vorrechte, besonderes Essen. Diese Annehmlichkeiten gehen entweder weiter oder ihr geht wieder unter Deck zu den übrigen Frauen. Ich fürchte, um euren schönen Teint wird es dann bald geschehen sein. Ihr lasst mir nicht viel Wahl. Ihr seid ebenso klug, wie ihr hübsch seid. Ich werde es zu schätzen wissen, das könnt ihr mir glauben. Davon bin ich überzeugt. Aber irgendwie ist es bedauerlich. Wieso? Jetzt muss ich die Briefe zerreißen, die ich von Rio abschicken wollte, und stattdessen andere schreiben. Briefe? An wen? An Lord Cannon. Den Sohn von Sirlington? Ach, das wusstet ihr nicht. Ich war mit ihm sehr befreundet. Der Ruf dieses Herrn ist nicht der beste. Ich kann mich nicht beklagen. Ich hatte ihm so viel geschrieben von eurer Güte und von eurer Ritterlichkeit. Wieso gerade ihm? Ich musste Jack versprechen, ihm genau zu schreiben, was auf der Charlotte vor sich geht. Ich nehme an, dass seine Schwester dahinter steckt. Eure Frau, Helen. Habt ihr etwas dagegen, Sir, wenn ich jetzt gehe? Der Tag der Flucht rückt immer näher. Das hat Tom alles für dein Boot besorgt. Schiffslaterne, Tauwerk zum Segelsetzen, Segeltuch und eine Pfeile für deine Ketten. Es ist wirklich alles da. Aber wie sollen wir das Boot zu Wasser lassen? Das fällt mir noch ein. Und wenn ich dazu die Charlotte versenken sollte? Sieh nach, Tom. Bist du's, Ned? Ja. Jungs, seht mal, was Ned Inching gefunden hat. Was ist es denn? Als Zeichen seiner besonderen Hochachtung von Lord Hampton für Kapitän Paul Gilbert anlässlich seiner Vermählung mit Lady Helen Kenham. Sein Bootskompass. Der hat uns noch gefehlt. Habe ich das nicht gut gemacht? Sehr gut. Damit der Captain auch ja merkt, was wir vorhaben. Ja, ich dachte... Wer hat dich überhaupt dazu aufgefordert? Nein, niemand. Bring ihn sofort zurück. Wie soll ich das machen? Wer weiß, wann ich wieder Gelegenheit dazu habe. Mr. Sepp! Was willst du? Mr. Spencer möchte Talent sprechen. Ich komme sofort. Überleg dir, wie du das Ding schnellstens wieder zurückbringst. Ja. Es gibt mindestens 20 Hiebe, wenn sie mich erwischen. Noch mehr, wie ich den Captain kenne. Gib mir das Ding, Ned. Ich bin doch dauernd in der Kapitänskajüte. Ich weiß, wo der Kompass hingehört. Gib mir deine Hand, mein Junge. Du kannst dich darauf verlassen, das werde ich dir nie vergessen. Ein ganz klarer Fall, Mr. Spencer. Der Knochen ist falsch zusammengewachsen. Und ihr könnt es wieder in Ordnung bringen? Ja, aber ich muss ihn nochmal brechen. Und neu schienen. Ich würde den Arm ins Feuer halten, wenn ich wüsste, dass mir das hilft. Darf ich anfangen? Meinetwegen. Wenn ihr wollt, gleich. Ich mache mir nur Sorgen über die Bezahlung. Was kostet die Behandlung? Ich habe zwar noch etwas Geld von der letzten Fahrt, aber nicht sehr viel. Auf Geld kommt es mir weniger an. Wenn wir in Rio Proviant nehmen, kommen doch die Boote mit den Lebensmitteln längsseits, nicht wahr? Nein, Talent. Ich bin weiß Gott nicht gut, auf den Captain zu sprechen. Aber ich tue meine Pflicht. Ihr braucht euch nur einen Augenblick umzudrehen, Mr. Spencer. Das ist kein Preis für einen gesunden Arm. Findet ihr nicht? Trotzdem kann ich ihn nicht bezahlen. Na schön, sprechen wir nicht mehr davon. Ich kann nun mal nicht aus meiner Haut. Von rechts wegen müsst ihr sofort dem Captain melden. Au! Gleich nach vorne. Schafft es in die Segelkammer. Beeilt euch etwas oder es gibt was mit dem Tauende. Wie lange wollt ihr euch denn noch an dem Segel festhalten? La
nicht laufen, Sir. Ich habe doch nichts getan. Nein, nur gestohlen hast du. Was gibt's denn, Mr. Green? Ich habe ihn vor eurer Kabine mit dem Kompass erwischt, Sir. Zum Glück kam ich zufällig vorbei. Vielen Dank, Green. Was hast du dazu zu sagen? Nichts, Sir. Du hast also meinen Kompass stehlen wollen. Antworte mir. Ja, Sir. Auf Diebstahl an Bord eines Handelsschiffes stehen 30 kräftige Hiebe und Einzelhaft bei Wasser und Brot, solange der Kapitän es für richtig hält. Aber ich will noch mal Gnade vor Rechte gehen lassen. In Anbetracht deiner Jugend bleiben dir die Prügel erspart. Bring die nach unten. Mr. Green, stell das in meine Kabine. Aye, aye, Sir. Könnte ich noch mal mit meiner Mutter sprechen? Da musst du den Käpt'n fragen. Kleines Geschenk von Nick Sepp. Und wofür? Für ein paar Worte mit dem Jungen. Aber macht nicht so lange. Jim muss gleich wiederkommen. Er holt nur das Essen für die Gefangenen. Kommt mit. Jack? Mr. Tillen. Das war sehr tapfer von dir, Jack. Ich konnte Mr. Inchin doch nicht verraten. Ich weiß, Jack. Verlier nicht den Mut. Wir werden dir helfen, wo wir können. Das weiß ich, aber es ist so schrecklich dunkel hier. Hey, was ist hier los? Mach keine Geschichten. Paar Schillinge nebenbei sind auch nicht zu verachten. Kommt schon, wir müssen Connors was zu fressen bringen. Tennant, ich gebe euch noch ein paar Minuten zu. Mr. Tennant, sagt meiner Mutter, es geht mir gut. Selbstverständlich. Verflucht nochmal. Legt sich einfach hin und krepiert. Er ist schon steif wie ein Brett. Das verstehe ich nicht. Da stimmt doch was nicht. Das scheint mir auch so. Habt ihr seine Haut gesehen? Er hat überall schwarze Flecken. Pest! Er hat die Pest! Und du hast ihn angefasst! Pest! Pest an Bord! Wir wollen den Käpt'n sprechen. Ich kenne die Pest ganz genau. Gebt den Weg frei, sag ich euch. Ehe wir sie alle haben. Wir gehen einfach in die Boote. Wir wollen nicht mit den Ratten krepieren. Ruhe! Ruhe wühlen kann jeder, Mr. Spencer. Aber wir gehen zu ihm, ob es euch passt oder nicht. Zurück oder ich schlage euch die Schädel ein. Hört auf. Der Doktor. Lasst euch doch nicht von einem Schwätzer den Kopf verdrehen. Ist Pest vielleicht nichts? Es ist keine Pest, es ist Skorbut. Ich gebe euch mein Wort. Skorbut? Ihr wisst ja, was das ist. Ich habe ihn untersucht. Pest sieht ganz anders aus. Ein anständiges Essen war alles, was er brauchte. Geht lieber wieder unter Deck, bevor der Käpt'n euch sieht. In Zukunft wirst du gefälligst dein Maul halten. Los, Leute, schert euch runter. Macht, dass ihr von Deck kommt. Das Gesicht vom Käpt'n hätte ich sehen mögen, wenn sie in seine Kabine gestürmt wären. Soweit wären sie gar nicht gekommen. Wenigstens nicht lebend. Kommt her, ihr beiden. Mr. Spencer, ihr seid euch hoffentlich im Klaren darüber, dass ihr euch als Offizier unmöglich gemacht habt. Mit dem heutigen Tage wird der Bootsmann eure Wache übernehmen und ihr begebt euch zu den Mannschaften. Steht still, wenn ich mit euch rede. Ich werde den Vorfall in das Logbuch eintragen. Wenn ihr wollt, könnt ihr ja später das Seegericht anrufen. Geht wieder an eure Arbeit. Woher wisst ihr so genau, dass es nicht die Pest war? Meine Eltern sind an der Pest gestorben. In Baltimore. Ich müsste euch bestrafen, weil ihr euer Quartier verlassen habt. Aber das wäre vielleicht undankbar. Ich werde mich damit begnügen, solche Ausflüge eurerseits in Zukunft zu unterbinden. Mr. Tennant. Darf ich euch etwas fragen?
Warum wolltet ihr nicht Schiffsarzt werden, wenn ihr sowieso seine Arbeit tut? Weil ihr euer Wort geben solltet, keinen Fluchtversuch zu machen? Würdet ihr das tun? Ja, wenn ich meine Lage dadurch wesentlich verbessern würde. Ich will niemandem dankbar sein müssen. Was wollt ihr dann? Ich möchte das tun, was mein Beruf ist. Ich möchte Arzt sein. Etwas anderes erwartet ja auch niemand von euch. Ich habe nun mal was gegen Fußeisen. Das ist die einfachste Art und Weise, sie loszuwerden. Meint ihr? Es ist doch aussichtslos, Pläne für einen Fluchtversuch zu schmieden. Ihr wisst, was es Captain Gilbert für ein Vergnügen machen würde, euch aufzuhängen. Um meine Freiheit wieder zu gewinnen, setze ich gern mein Leben aufs Spiel. Wer kann von sich schon behaupten, frei zu sein? Auf das Leben kommt es an und wie man damit fertig wird. So wie ihr mit dem Captain. Ich werde wenigstens nicht gepeitscht und ich brauche auch nicht das Deck zu scheuern. Ich schlage vor, ihr geht an eure Beschäftigung. Und ich an meine. Du willst also in Rio von Bord gehen, als ob das so einfach wäre wie bei einem normalen Passagier. Dabei müssen wir Wachen bestechen, Schlösser aufbrechen und ein Boot besorgen. Ich würde an deiner Stelle lieber auf unseren alten Plan zurückkommen. Das ist schon richtig. Aber wie kriegen wir das Boot zu Wasser? Der neue Plan ist besser. Und deine 1000 Pfund kriegst du trotzdem. Kannst du dich auf deinen Helfer auch verlassen? Wer sagt dir, dass ich einen Helfer habe? Erzähl mir doch nichts. Er ist zuverlässig. Willst du mir nicht verraten, wer es ist? Ich habe ihm mein Wort gegeben, es niemand zu sagen. Nicht einmal Tom. Vielleicht einer von den Offizieren? Achtung, Mr. Green kommt. Licht ausmachen. Dylan? Ja? Aufstehen und mitkommen. Befehl vom Captain. Ein wunderbarer Abend. Aha, Mr. Tellen. Kommt herein. Stellt euch neben Spencer. Mr. Green, ihr könnt draußen warten. Aye, aye, Sir. Lasst euch nicht aufhalten, Pfarrer. Warum sprecht ihr nicht euer Tischgebet? Ich habe bereits gebetet. Für mich allein. Wie ihr wollt. Dann werde ich für mich und Miss Monroe beten. Herr Gott, lass uns dankbar sein und demütig. Dankbar für deine Wohltaten und demütig gegen unsere Mitmenschen. Tompkins, ihr könnt die Suppe servieren. Ich habe noch etwas Dienstliches zu erledigen. Ich bitte um Entschuldigung. Bevor ich mir ein endgültiges Urteil über euren Fall bilde, würde ich euch raten, ein Geständnis abzulegen. Ich wüsste nicht, worüber. Über den Fluchtversuch, den ihr mit Spencer geplant habt. Bekennt ihr euch schuldig? Nein, Sir. Ich nehme an, ihr kennt diese Schlüssel. Was wollt ihr damit sagen? Das sind die Hauptschlüssel für die Fesseln der Gefangenen. Ich habe die Schlüssel für meine eigenen Zwecke an mich genommen. Sie sind bei Spencer gefunden worden, der euch, wie ich gehört habe, sehr verpflichtet ist für die Behandlung seines Arms. Ich habe einen Zeugen, der gesehen hat, wie ihr ihn vor einer knappen Stunde verbunden habt. Ich sehe keinen Zeugen, Sir. Schweigt gefälligst! Ihr habt nicht nur euch, sondern auch euren Mitgefangenen einen schlechten Dienst erwiesen. Da es möglich ist, dass noch andere Gefangene an eurem Komplott beteiligt sind, werde ich nicht Rio anlaufen, sondern Kapstadt und dort zusätzliche Wachen an Bord nehmen. Das bedeutet eine Kürzung der Rationen für das ganze Schiff. Alles Weitere überlasse ich der Gerichtsverhandlung, Frau Gouverneur Philipp in Botany Bay. Bis dahin bin ich leider gezwungen, euch beide in Einzelhaft zu halten. Wir haben Wasser im Kielraum!
Jack. Mutter, ich will zu meiner Mutter. Ich friere doch so. Du musst dich so gut es geht aus dem Wasser halten, Jack. Ich friere so. Das Wasser ist so kalt. Wenn der Sturm vorbei ist, müssen wir fliehen. Aber du weißt doch, dass das nicht geht. Eine Woche dauert es bestimmt noch, bis wir der afrikanischen Küste so nah sind, dass wir es wagen können. Mutter! Der Junge muss hier raus. Vielleicht erreicht seine Mutter was beim Captain. Das glaube ich nicht. Dann müsste sie erst zu Miss Monroe gehen. Weiter belästigt, lasse ich euch auch einsperren. Er ist doch noch ein Kind. Ihr macht, dass ihr runterkommt. Könnt ihr nicht hören? Könnt ihr ihn sehen, Spencer? Nein. Jenkins. Jenkins! Immer mit der Ruhe, meine Herren. Was gibt's denn schon wieder? Sieh mal nach dem Jungen. Ach, der scheint zu schlafen. Leg ihm irgendwas unter. Wer, ich? Wenn ich zu dem in die Zelle gehe, lässt mich der Käpt'n an die oberste Rah hängen. Was soll denn das bedeuten? Wer hat dir erlaubt, hier runterzukommen, hä? Was geht dich das an, solange Nick Sepp dafür bezahlt? Gib mir die Schlüssel. So viel kann auch Nick Sepp nicht bezahlen, dass ich dir die Schlüssel rausrücke. Jack! 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 Ich werde ihn mir ansehen. Bring ihn raus, Tom. Jack? 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 Was haben Sie mit dir gemacht, mein Junge? Sag doch was, Kind. Ich bin's doch. Deine Mutter ist bei dir. Er kann euch nicht mehr antworten, Mrs. Gass. Nein. Nein! Jack! Jack, mein Junge! Mein Junge! Mein guter Junge! Platz! Platz da! Macht Platz! Mützen ab! Ich bin die Auferstehung und das Leben, sagt der Herr. Und wer da an mich glaubet, wird leben, und wenn er gleich stürbe. Und wer da lebet und glaubet an mich, der wird nie sterben. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt und dass er am jüngsten Tage auferstehen wird. Und wenn auch die Würmer meine sterbliche Hülle zerstören mögen, so werde ich doch am jüngsten Tage den Herrn sehen. Ich werde ihn sehen und meine Augen werden ihn schauen und sonst gar nichts. Du kennst die Geheimnisse unserer Herzen, o Herr. Verschließe dein gnädiges Ohr nicht unserem Gebet, sondern behüte uns, du mein Herr und allmächtiger Gott, heiliger und barmherziger Heiland. Du größter, ewiger Richter, hilf uns, dass wir in unserer letzten Stunde trotz aller Todesqualen nicht von dir ablassen. Dir, allmächtiger Gott, empfehlen wir die Seele Jack Gass und übergeben seinen Leib der Tiefe. In dem sicheren Glauben an seine Wiederauferstehung zum ewigen Leben durch unseren Herrn Jesus Christus.
Wenn er kommen wird in seiner herrlichen Majestät, wird das Meer seine Toten zurückgeben und die vergänglichen Leiber derer, die in ihm schlafen, verwandeln und seinem herrlichen Leib gleich machen. Denn die Allmacht des Herrn kennt keine Grenzen und alle Dinge sind ihm untertan. Lass wegtreten, Bootsmann. Aye, aye, Sir. Platz machen. Macht Platz für den Captain. Gefangene nach unten. Mr. Green, das Bramsegel ist nicht ordentlich gesetzt. Ihr verletzt, Sir. Lasst mich. Hebt die Frau auf. Dafür werde ich morgen früh das Vergnügen haben, euch hängen zu sehen, Mrs. Gass. Bringt sie weg. Holt mir die Schiffsapotheke. Also, ihr wollt es wirklich riskieren, Lou? Wir können doch nicht warten, bis Mrs. Gass gehängt wird. Nein, aber wir haben doch noch immer keine Möglichkeit gefunden, das Boot zu Wasser zu bringen. Das erledigen wir schon. Wo ist Mrs. Gass? Die muss gleich hier sein. Inching holt sie gerade. Was ist oben los? Die sind in der Takelage. Und das Boot? Lebensmittel sind an Bord. Es fehlt nichts. Da sind sie schon. Seid ihr bereit, Mrs. Gass? Einen Augenblick, bitte. Fehlt euch etwas? Ich weiß nicht, was sie hat. Es geht mir gut, nur... Blut, sie ist verwundet. Schwer? Nein, eine Fleischwunde. Aber sie braucht Pflege und viel Ruhe. Die hat sie doch nicht in einem offenen Boot. Das ist wahr. Aber wir können sie doch nicht hier lassen. Vielleicht doch. Nick, wo hattest du deine beiden Rumfässer versteckt? Vorne, im Kabelgatt. Aber er ist alle. Das weiß ich. Wie viel Platz war da? Mehr als genug für sie. Das ist nicht gut. Da wird sie bestimmt gefunden. Das glaube ich kaum. Sie werden denken, wir haben sie mitgenommen. Nick, du musst sie verstecken, bis ihr in Botany Bay seid. Ich habe gehört, der Gouverneur Phillips soll ein sehr gerechter Mann sein. Das ist vielleicht ihre Rettung, Tom. Dann bleibe ich auch an Bord und pflege sie. Viel Glück. Aus dem Vorschiff kommt Rauch. Ihr da, komm mit zum Vorschiff. Was ist denn los? Warum rennen die denn so? Da muss doch irgendwas passiert sein. Jemand hat das Schiff angezündet. Feuer an Bord! Feuer an Bord! Lumpen Schwefel. Sieht nach Brandstiftung aus. Sofort ausmachen. Da steckt irgendeine Teufelei hinter. Sicher.
Lass uns raus. Ist was hier? Was hier? Feuer! Lass uns raus! Das hat sich verklemmt. Versuchen wir das vordere Luke. Wie lange wird es dauern? Nach meiner Berechnung werden wir 2 Tage brauchen. Da. Der Captain muss also noch leben. Woraus willst du das schließen? Ich glaube nicht, dass uns jemand anders gefunden hätte. Vielleicht hat uns jemand verraten. Hoffentlich hat euch der Ausflug gefallen, meine Herren. Bis auf die Rückkehr, ja. Die afrikanische Küste hätte euch nicht gefallen. Fieber, wilde Tiere, feindliche Eingeborene. Müsstet ihr nicht eigentlich 3 sein? Mrs. Gars ist tot. Oh, wie ist das denn gekommen? Als die Charlotte wieder in Sicht kam, ist sie über Bord gesprungen. Ach, und keiner von euch ist ihr nachgesprungen? Damit ihr sie hängen könnt? Ich werde milde sein. Ich will eurem Wunsch, das Schiff zu verlassen, entgegenkommen. Mr. Green trifft alle Vorbereitungen, um die Gefangenen Kiel zu holen. Captain Gilbert, seit 50 Jahren hat man auf einem englischen Schiff keinen Menschen mehr gekielholt. Dann wird es Zeit, dass es wieder mal geschieht. Wieso hängt ihr uns nicht? Das ist viel einfacher. Ich habe schon viele hängen lassen, aber noch niemand gekielholt. An die Arbeit, Mr. Green. Ah ja, ist er. Aus mit euch! Passt auf, dass die Rolle gut läuft. Bootsmann. Was ist denn, Herr Würden? Wisst ihr, ich habe schon viel von Kielholen gelesen, aber ich habe keine rechte Vorstellung davon. Dann empfehle ich euch, belasst es dabei. Das überlebt von 100 höchstens einer. An sich ist es halb so wild. Aber die Luft wird einem etwas knapp. Die Strafe besteht eben darin, dass man einen Menschen ins Wasser lässt und dann 2 Leinen unter dem Schiffskiel durchzieht. Eine macht man an die Füße, um ihn herumzuziehen. Die andere an den Hals, um zu verhindern, dass die Reise zu schnell geht. Und wie oft wird die Prozedur wiederholt? Darüber entscheidet der Captain. Mr. Green? Aye, aye, Sir. Ihr könnt mit der Bestrafung beginnen. Aye, aye, Sir. Anhieven? Es reicht. Langsam nachlassen. Steuerbord anheben! Backbord nachlassen! Aufpassen jetzt! Bleibt gefälligst stehen. Sie kommen frei, Sir! Leben Sie noch? Ich glaube ja, Sir! Schnell hochriefen! Sollen Sie an Bord? Nein! Ich wünsche, dass das Manöver wiederholt wird! Viert weg! An Backbord langsam einholen! Macht schnell!
überleben Sie nicht. Nicht so schnell! Steuerbord, kleinen Starter! Das Tau hat sich verklemmt! Captain Gilbert! Da stimmt doch etwas nicht, Mr. Green. Was ist denn? Eine von den Leinen sitzt fest, Sir. Dann macht sie klar. Aye, Sir. Holt sie jetzt endlich an Bord. Sagtet ihr sieben, Madame? Ihr habt ganz richtig gehört. Bringt sie sofort an Bord. Klar zum Einholen, Sir. Holt die beiden an Deck. Ich möchte sie sehen. Das ist keine Bestrafung, Captain. Das ist ein Verbrechen. Meint ihr, Ehrwürden? Ist er tot? Mr. Green? Wie ist Ihr Zustand? Talent lebt noch, Sir. Und Spencer? Ist tot, Sir. Das Deck räumen. Aye, aye, Sir. Captain Gilbert. Ihr habt euch jetzt für drei Tote zu verantworten. Spencer, Mrs. Gass und Ihren Sohn. Und es werden zweifellos noch mehr. Aber das versichere ich euch. Wenn ich es überlebe, werde ich Gouverneur Philipp ausführlich darüber berichten. Ich bin überzeugt, das wird ihn sehr interessieren. Das hätten wir geschafft, Mr. Green. 237 Tage, eine feine Fahrt. Ich werde sofort eintragen. Steuerbord, Anker los! Mr. Talent. Wache, führt Ehrwürden Tyne und diese Frau sofort zum Fallrad. Beeilt euch. Wo ist der andere Gefangene? Der andere? Da war nur Mr. Talent, Sir. Habe ich euch nicht gesagt, dass wir noch einen Gefangenen an Bord haben, und zwar Mrs. Gass? Ihre Freunde haben sie die ganze Zeit vorne im Kabelgatt versteckt, übrigens ein ungesunder Platz. Sie hat es aber überlebt. Wenn ihr diesen Mann an Land bringt, dann sorgt dafür, dass er zu den Unverbesserlichen kommt. Aye, aye, Sir. Vorwärts. Vorwärts, Leute! Macht, dass ihr an Land kommt! Nehmt eure Sachen mit! Ich wüsste nicht, was ich lieber täte. Beeilt euch, Leute! Los, wieder was! Geht an Land! Los, Gott sei Dank, endlich haben wir wieder Land unter unseren Füßen. Die sind harmlos wie Säuglinge. Na, hoffentlich wissen sie das auch. Weitergehen. Willkommen in Neu-Süd-Wales, Captain. Danke. Der Gouverneur erwartet euch schon.
Ich habe eure Aussage gehört, Captain Gilbert, und ebenfalls den Zeugen ehrwürdigen Teilen, sowie die beiden Personen, gegen die sich eure Anklage richtet. Ich hoffe, Euer Exzellenz bezweifelt nicht die Schuld der Beklagten. Ihre Schuld steht natürlich außer Frage. Dann werden Sie also gehängt. Man verfolgt zwei Ziele mit der Deportation, Captain Gilbert. Das eine ist der Versuch, die Leute zu bessern, und das andere, eine neue Welt zu erschließen. Das lässt sich aber nicht mit Leichen durchführen. Was nun die beiden Angeklagten betrifft, so kommen gewisse mildernde Umstände in Betracht. Eure natürliche Verzweiflung über den Verlust eures Sohnes und eure Überzeugung, dass man euch ungerecht behandelt hat. Aber der Umzug der ganzen Siedlung von Botany Bay hierher hat unser Programm leider etwas gestört. Ich sehe mich daher im Augenblick außerstande, einen ordnungsgemäßen Prozess durchzuführen. Wenn aber euer Fall wieder aufgenommen wird, werde ich natürlich in beiden Fällen die mildernden Umstände voll in Betracht ziehen. Dann können Euer Exzellenz sie ja gleich frei herumlaufen lassen. Schickt die beiden zur Arbeit. Na los! Auf damit! Nicht loslassen! Was Neues von Nick Sepp? Die Karte hat er schon besorgt. Die neueste von Captain Cook. Sind die holländischen Inseln drauf? Ja, beide, Java und Timor. Aber wie sollen wir denn da hinkommen? Irgendwie werden wir es schon schaffen. Und wenn wir schwimmen. Keinen Hunger? Schade. Hast du Hunger? Ich habe den Amerikaner heute Morgen gesehen. Wie geht es ihm? Ich finde, er sah gut aus. Mhm. Ist ja kein Wunder, wo du ihm jeden Tag Essen rüberschmuggelst. Das ist doch bestimmt auch seine Wäsche. Na, und wenn es so ist, was dann? Nichts. Ich fürchte nur, dass er verschwindet, bevor es dir gelungen ist, ihn zu schnappen. So wie es jetzt aussieht, tut er das bestimmt. Aber ich habe einen Plan. Einen Plan zu haben, ist nie verkehrt. Aber gut muss er sein. Darauf kannst du dich verlassen. Der Pfarrer will dem Gouverneur vorschlagen, Mr. Talent eine Stellung als Arzt zu geben. Und wenn er irgendwas Nützliches zu tun hat und fühlt, dass die Leute Vertrauen zu ihm haben, Miss Nelly? Auf ein Wort, bitte. Was wünscht ihr? Ich habe in der letzten Zeit oft an euch gedacht. Und da ich gerade mit Gouverneur Philipp etwas zu besprechen hatte, wollte ich mich nach eurem Befinden erkundigen. Sehr freundlich von euch. Wie gefällt euch eure Arbeit? Es ist nicht halb so schlimm, wie ich gedacht habe. Na schön. Aber der Rauch von offenen Feuern und die Dämpfe der kochenden Seifenlauge sind nicht besonders gut für euren Teint. Wenn ich hier einmal rauskomme, spielt mein Teint keine große Rolle mehr. In 14 Tagen fahre ich wieder nach Hause und ich hoffe, diesmal wird die Reise etwas gemütlicher. Wir haben Ruhe, die besten Speisen und Weine, interessante Landausflüge in Kapstadt und Teneriffa. Und was soll dann werden? Ein Wort an der rechten Stelle und deine Begnadigung liegt durchaus im Bereich des Möglichen. Es gefällt mir hier ganz gut. Ich fürchte, ihr lasst euer Gefühl zu sehr mitsprechen. Ja, das stimmt. Der Mann ist ein Dieb mit einer lebenslänglichen Strafe. Und eines Tages wird er gehängt werden. Er ist kein Dieb. Und er wird auch nicht gehängt. Wir werden ja sehen.
Auf den Rat von Ehrwürden Dr. Tyne habe ich einmal eure Papiere durchgesehen und festgestellt, dass euer Spezialgebiet das Studium von Fieber und Pest war. Das ist richtig. Ich bin sehr besorgt wegen eines zweiten unerklärlichen Todesfalles in der Siedlung auf der Norfolk-Insel. Was hat das mit mir zu tun? Wenn es Fieber oder Pest sein sollte, hätte ich gern eure Hilfe. Wollt ihr einem Verbrecher vertrauen? Wenn eure Geschichte wahr ist, seid ihr kein Verbrecher. Und selbst wenn ihr einer wärt. Als Gouverneur von New South Wales brauche ich eure Hilfe. Dies kann mal ein großes Land werden, wenn man ihm dieselben Chancen gibt, die Amerika hatte. Viele Millionen Hektar Boden warten hier nur darauf, urbar gemacht zu werden. Millionen von Menschen könnten auf diesem Kontinent eine neue Heimat finden. Ich weiß nicht, ob ihr mich verstehen könnt, aber die Zukunft dieses Kontinents liegt mir wirklich am Herzen. Ich möchte versuchen, euch zu überreden, für den Rest eures Lebens hier zu bleiben. Wir brauchen Männer wie euch. Falls ihr das nicht wollt, habe ich einen anderen Vorschlag. Was für einen Vorschlag? Wenn ihr unseren Ärzten assistieren wollt, bis eure Begnadigung eintrifft, werde ich Captain Gilberts Klage gegen euch niederschlagen. Darf ich es mir überlegen? Selbstverständlich. Danke, Sir. Ihr müsst die Sache irgendwie verpfuscht haben. So wie damals, als ihr und Spencer mit dem Boot fliehen wollten. Vielleicht traut er euch nicht mehr. Bestimmt. Ihr meint also, er hat seine Fluchtpläne aufgegeben. Ich bin zwar kein Gedankenleser, aber... Aber? Er redet jedenfalls nicht mehr davon. Oakley ist sich anscheinend mit Mrs. Garth einig. Und Tennant selbst interessiert sich für Miss Monroe, wenn ich mich nicht irre. Seitdem er den Doktor assistiert, scheint er ganz zufrieden zu sein. Keine Fluchtpläne. Ich muss irgendetwas unternehmen, wenn ich von den Norfolk-Inseln zurückkomme. Norfolk-Inseln? Da soll doch die Pest ausgebrochen sein. Unsinn, die haben nichts mehr zu essen gehabt. Dabei kommt mir eine Idee, Sepp. Wenn wir es geschickt anfangen, bricht er sich diesmal bestimmt das Genick. Passt auf, dass euch niemand sieht, wenn ihr an Land geht. Das ist gar nicht so einfach mit meiner Figur. Stellt euch hierher. Talon, Captain Gilbert ist extra von Botany Bay hierher gekommen, um noch einmal seine Anklage gegen euch zu besprechen. Während meines Aufenthalts auf den Norfolk-Inseln und in Botany Bay hatte ich Muße, mich eingehend mit den Seefahrtsgesetzen zu beschäftigen. Besonders mit den Paragraphen, die die Meuterei auf hoher See betreffen. Ich halte es für meine Pflicht, den Fall vor das zuständige Seegericht zu bringen, Mr. Talent. Und das wäre in diesem Fall in London. Dazu gehört, dass ich gleichzeitig den Angeklagten dem Gericht vorführe. Ihr wollt mich nach England zurückbringen? Ich tue nur meine Pflicht. Die Charlotte segelt in 3 Tagen. Tut mir leid, Talent, ich bin machtlos. Weshalb sagt ihr mir das gerade jetzt? Tja, ich wollte euch Gelegenheit geben, euch wenigstens von euren Freunden zu verabschieden. Ich hoffe, ihr werdet das zu schätzen wissen. Guten Tag, Sir. Und selbst wenn ich die Fahrt auf der Charlotte überlebe, in England hängt man mich. Das Beste ist, wir versuchen zu fliehen. Oder ich versuche, den Captain umzubringen. Du hast nichts damit zu tun. Denkst du, ich lasse dich im Stich? Auf mich kannst du jederzeit rechnen, Hugh. Auf mich auch. Wir brauchen Verpflegung und Munition. Das würden wir alles in Gilberts Jagdlager finden. Jagdlager wo? In der Stillwater-Bucht. Soviel ich weiß, hat er nur ein paar Mann mit. Green ist mit der Charlotte in Botany Bay. Wo ist die Bucht? Ungefähr 10 Meilen von hier. Keine schlechte Idee. Gilbert und die Flucht auf einen Schlag. Das wäre ein guter Fang. Munition, Vorräte und ein Landungsboot. Damit wären wir beinahe jetzt schon in Java. Und das Zelt können wir als Segel benutzen. Was ist denn, Pfarrer? Ich habe Erlaubnis bekommen, mit euch zu sprechen, Hugh. Kommt. Nelly. Ich warte so lange. Mrs. Gass hat mir gerade erzählt, was ihr vorhabt. Aber der Plan ist doch Wahnsinn, man wird euch alle hängen. Was meint ihr, wie lange ich auf der Charlotte noch zu leben hätte?
Ihr könntet euch doch im Innern des Landes verstecken, bis sie weg ist. Um mit dem nächsten Schiff abgeholt zu werden? Der Pfarrer ist überzeugt, dass der Gouverneur euch in Schutz nehmen wird. Das wird er nicht können. Und selbst wenn, habe ich es satt, als Sträfling zu leben. Und was wird aus den anderen? Habt ihr euch das überlegt? Nein, darüber denkt ihr nicht nach. Ihr beschäftigt euch immer nur mit euch selbst. Habt ihr denn vergessen, was euretwegen mit Spencer und dem kleinen Jack geschehen ist und was ihr jetzt wieder Mrs. Gars und Tom Oakley antut? Und mir? Tut mir leid, aber... Ist mit dem Posten alles in Ordnung? Natürlich, alles in bester Ordnung. Alles klar. Hast du die Schwarzen da gesehen? Die schleichen uns schon mindestens 2 Stunden nach. Was sollen wir denn machen? Wenn sie so wie die Indianer bei uns sind, dann tun sie uns nichts, solange wir ihnen nichts tun. Kommt! Hast du nichts gehört? Nein. Ende auch. Lass das Gewehr liegen. Inching, nimm das Gewehr. Wo ist Gilbert? Der ist im Zelt. Passt auf sie auf. Ah, Mr. Tarrant. Raus aus dem Zelt. Willkommen in Stillwater-Bucht. Wenn ihr wisst, was wir vorhaben, wären wir euch nicht so willkommen. Ich weiß genau, was ihr vorhabt. Ihr wollt mein Boot stehlen und was wir an Verpflegung hier haben und damit nach Java segeln. Und bevor es soweit ist, wolltet ihr natürlich noch mit mir abrechnen. Ihr seid ziemlich gut informiert. Allerdings. Ich bin genau im Bilde. Wollt ihr mal einen Blick hinter euch werfen? Runter mit den Gewehren! Weg mit den Gewehren, habe ich gesagt! Bringt sie zum Boot und legt sie in Eisen. Jawohl, Sir. Vorwärts, stellt euch da drüben auf. Ich habe schon befürchtet, ich müsste noch länger warten, bis ich euch hängen sehe, meine Herren. Na? Sir? Ja, Sir? Bringt das in mein Zelt und holt mir meine Pistole. Ja, Captain. Mit Vergnügen. Euer sauberer Freund ist mir schon auf dem Schiff sehr nützlich gewesen. Ohne seine Verschlagenheit und seinen Einfallsreichtum wäre er mir nie in die Falle gegangen. Fesselt sie sorgfältig, ich erwarte die Charlotte nicht vor morgen früh. Aye, Sir. Habt ihr tatsächlich geglaubt, Talent, dass ich die Absicht hatte, euch nach London zurückzubringen? Das nicht. Aber da ich ohnehin hängen werde... Eure Pistole, Sir.
Ich werde euch nicht töten. Damit würde ich mich um mein größtes Vergnügen bringen, Miss Nellys Gesicht zu beobachten, wenn ihr am Strick zappelt. Sir, dort drüben im Gebüsch sind ein paar Eingeborene. Ich glaube, sie wollen uns angreifen. Was gibt's da lange zu überlegen? Nehmt sie unter Feuer. Jawohl, Sir. Wenn ihr lebend hier rauskommen wollt, lasst das lieber. Unsinn. Geht in Deckung. Gebt Feuer! Da drüben sind noch welche! Schießt doch schon! Schnell laden! Höher schießen! Geht beim Laden in Deckung! Ruhig zielen, jeder Schuss muss sitzen! Zieht den Speer raus. Das hat keinen Zweck. Verflucht nochmal, zieht den Speer dann raus. Dann verblutet ihr. Ihr lügt. Verdammt, jetzt sehe ich euch doch nicht mehr am Galgen hängen. Hier haben wir keine Deckung. Zurück hinter den Hügel. Nur in Salven feuern. Legt an! Gebt Feuer! Laden! Wir laden für euch. Legt an! Ich sehe keinen einzigen mehr. Wir haben sie. Ja, und wir haben euch. So, das wär's. Der Arm ist wieder wie neu. Was habt ihr jetzt eigentlich vor? Wir nehmen das Boot. Ich meine mit uns. Ihr könnt einen in die Siedlung schicken und Hilfe holen. Ich habe Sapp gefunden. Oder vielmehr, was die Eingeborenen von ihm übrig gelassen haben. 4 Tote, 2 Verwundete. 3 Verwundete. Ich habe einen Kratzer am Arm. Sieht das Hemd aus, ich werde mal nachsehen. Tom, belade das Boot. Gut. Setzt euch. Also los, Leute. Fasst mal mit an. Packt die Sachen ins Boot. Es ist sehr tief, aber der Knochen ist heil. In ein paar Wochen habt ihr das. Wie lange habt ihr schon die geschwulst? Seit 2-3 Tagen. Schüttelfrost und Kopfweh? Ja, woher wisst ihr das? Habt ihr das bei anderen auch schon gesehen? Ja. Malfred da drüben hat auch sowas. Und noch ein paar andere an Bord. Wer ist Malfred? Meint ihr mich? Ju, die Charlotte, sie kommt in die Bucht. Jetzt kommen wir mit dem Boot nicht mehr weg. Wir müssen weiter ins Innere. Nein. Wir müssen in die Siedlung zurück. Aber das ist doch Selbstmord, Ju. Nicht, wenn wir vor der Charlotte da sind. Gouverneur Philipp. Ja, was ist? 3 von den geflohenen Gefangenen, Sir. Sie sind ganz in der Nähe aufgegriffen worden. Talent, für diese Flucht gibt es keine Entschuldigung. Bestraft uns, wie ihr wollt, Gouverneur. Aber vorher sorgt dafür, dass niemand von der Charlotte an Land kommt. Warum, wenn ich fragen darf? Pest an Bord. Seid ihr auch ganz sicher? Ja, Sir. Über die Charlotte wird Quarantäne verhängt. Sehr wohl, Sir.
Frankly ist unser letzter Fall, Doktor. Seit wann ist er krank? Seit 9 Tagen. Und seitdem keine neuen? Nein, und kein Fieber. Das grenzt an ein Wunder. Der Gouverneur wird sich freuen. Dann glaubt ihr mir also, dass es vorüber ist? Natürlich glaube ich euch. Außerdem habe ich mich ja mit eigenen Augen davon überzeugen können. Ihr könnt die Quarantäneflagge einholen. Aye, aye, Sir. Nelly, ich habe eine Überraschung für dich. Da hinten im Wald wartet jemand auf dich. Na, willst du nicht hingehen? Was tut ihr denn hier? Ich warte auf euch. Ist es wahr, dass das Verfahren gegen euch eingestellt ist? Wegen uns alle. Außerdem darf ich wegen meiner Begnadigung nach England fahren. Ja, aber... Und wann werdet ihr fahren? Ich bleibe hier.